4 lange Jahre vergingen, ohne Neuigkeiten. Ich schaute jeden Tag auf die Beweistafel, die ich in meinem Schlafzimmer aufgestellt hatte. Dann landete eines Morgens ein Polizeibericht auf meinem Schreibtisch, der alles veränderte. Ich bin zur Asservatenkammer der Polizei gegangen und habe eine Kiste mit Hinweisen mit nach Hause genommen. Darauf stand sein Name. Michael Clark. Der Tod von Michael Clark, okay. Oh, eine Rechnung vom Stromversorger, die sicherlich eine Menge Ausreden enthält, warum meine Abschläge permanent steigen. Reisen. Für den anspruchsvollen Reisenden. Und auch für überarbeitete Ermittlerinnen, die nie Zeit für Urlaub zu haben scheinen. Man darf hier noch träumen, oder? Jahrelang nicht ein neuer Hinweis im Fall Armstrong. Und dann das. Michael Clark, der zynische Reporter, mein Hauptverdächtiger dieser Entführung, vor 4 Jahren ermordet? Ach, der soll das gewesen sein. 6. Dezember, Nikolaus, 2023. Die Leiche des Investigativreporters Michael Clark, stimmt, wurde in seinem Garten in Boston gefunden. Clark wurde durch einen Schuss in die Brust getötet. Der Zustand der Verwesung lässt auf ein geschätztes Todesdatum im Herbst 2018 schließen. Herbst 2018. Okay. Ach so. Ja, 6. Dezember. Das war, glaube ich, kurz bevor sie dann in den Zug eingestiegen ist. Kann das sein? Das ist Michael Clark. Er sieht dem Journalisten, den ich interviewt habe, überhaupt nicht ähnlich. Michael, Sie haben sich einen Platz auf meiner Beweistafel verdient. Ja. Okay, das sind dann wohl die Beweise. Schlüssel mit Anhänger. Ah, jetzt kann ich. Na. Das Laborteam hatte diesen Schlüsselanhänger in der Hütte gefunden. Aber da der Staatsanwalt die Ermittlungen eingestellt hat, wurde er nicht weiter untersucht. Der Schlüsselanhänger wurde einfach in die Kiste mit den anderen Beweisen geworfen. Viel zu ungewöhnlich, um nicht einen genaueren Blick darauf werfen zu wollen. Okay. Ach, das kann man bewegen. Okay. Immer wenn man denkt, dass das direkt da drüber ist, geht es woanders hin. Das ist natürlich nicht gut. Kann man auch nicht nach oben oder so machen, ne? Ah, okay. Wobei das wahrscheinlich eher nach unten gehört, ne? Aber wie soll ich das? Kann man das nicht nach unten drehen? Ja, es geht nur nach oben. Trotzdem muss das umgedreht werden. Das untere muss nach oben und das obere muss nach unten, definitiv. Aber ich kann es nicht drehen, anscheinend. Ach so, doch. Ja, so kann ich. Ach ja, stimmt. Dann ist natürlich das Problem, dass das jetzt falsch rum ist. Ja,
Wenn ich das nach links drehe, sollte das davon aber nicht betroffen sein, oder? Doch, anscheinend schon. Oh, ich hasse sowas. Man kann es ja auch nicht angucken. Man kann das Ding nicht drehen, um mal zu gucken, wie man das richtig... Warte mal. Wenn ich jetzt zurückgehe, wird das nicht zurückgesetzt. Ja, geil. Super. Ja, obwohl das eigentlich Peng ist, weil... So. Das nicht. Ich will... Oh, Leute. Ich will das genau. Jetzt habe ich es genauso falsch wieder hier drin. Super. Naja, fast so falsch. Also, das habe ich schon mal richtig. Die Seite muss nach oben. Oh, das macht mich gerade wahnsinnig. Hallo, du sollst das... Ah, jetzt. Jetzt habe ich die beiden übereinander, was natürlich Blödsinn ist. Das wäre richtig, aber die Seite ist natürlich falsch. Hä, sind die jetzt beide auf der Seite? Äfft euch doch. Jetzt habe ich das so wie eben, aber richtig rum, nur dass ich das in der Mitte jetzt falsch rum habe. Ach mein Gott, ey. Jetzt ist das richtig. Oh, das ist nicht euer Ernst gewesen jetzt. Eieiei. Ein USB-Stick. Ich stecke ihn an meinen PC und sehe nach, was für hässliche kleine Geheimnisse das Ding enthält. Würde ich auch immer so machen. Wenn ich einen fremden USB-Stick finden würde, der eventuell ein Virus oder sonst was drauf haben könnte, würde ich das auch immer direkt in meinen PC reinstecken. Für sowas gibt es dann keine Laptops oder sowas, die nicht am Internet zum Beispiel dran sind. Was haben wir hier? So clever. All diese Beweise. Und es wurde trotzdem keine DNA gefunden. Die einzigen Fingerabdrücke auf der Flasche stammen von Suzanne. Tja, da wird wohl einer gesagt haben, mach mal die Flasche auf. Nehme ich mal an. Suzannes Haare, die so überaus praktisch für uns in der Hütte hinterlassen wurden, um uns zu täuschen. Ich wusste, dass sie unschuldig war. Ja, und ganz zufällig steckten die dann genau in einen Bündel von den Geldscheinen drin. Fluffy, Daisys Plüschtier. Ja. Da können wir jetzt aber nichts nochmal mitmachen. Ne? Weil man das nochmal anklicken kann, das ist ein bisschen komisch immer. Gut, irgendwas sollte hier noch an die Wand. Nur sein Foto, okay. Verbinde zwei Gegenstände an der Tafel miteinander, um eine Verknüpfung zwischen ihnen zu schaffen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Okay. Ich wusste es. Die beiden Gesichter stimmen überhaupt nicht überein. Das sind ganz eindeutig zwei verschiedene Männer. Ich sollte auf meinem Rechner einen Gesichtsabgleich laufen lassen. Kann ich da... Ja, ich kann ranzoomen, okay. Dieser Mann ist ein Hochstapler. Anrufliste aus dieser Nacht. Staatsanwalt geht in Ruhestand. Was hat denn damit zu tun? Selbstmord von John Armstrong. Oh, okay. Na gut, er hat... Seine schwangere Frau verloren, davor noch sein kleines Kind verloren. Ja.
Erschossener. Nicht? Okay. Okay, dann lassen wir es erstmal so, dann können wir nicht mehr machen. Hallo Schätzchen! Sie hat sogar ihr Bild mitgenommen. Ja, man kann sagen, ich habe keine Zeit, um sie mit Zeitschriften zu verschwenden. Ja, ich will mich hier nochmal kurz im Zimmer umgucken. Aber das ist wirklich nur ein Zimmer, ne? So ein Hotelzimmer oder was? Immer noch Moby Dick. Ich habe es mir wahrscheinlich schon 10-mal durchgelesen. Aber ich kriege nicht genug davon. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil es mir beim Einschlafen hilft. Dann hat sie sich es nicht 10-mal durchgelesen, sondern sie hat es 10-mal angefangen wahrscheinlich. Okay. Ich dachte, aha. Was haben wir denn da? Ein Schnurrbart, 9 von 40, sehr schön. Glänzende Gesichtsbehaarung. Die gute Nachricht, sie ist aus Gold. Na? Okay, dann gehen wir erstmal zum PC. Achso, ja, das muss man auch machen. Der echte Michael Clark ist schon seit Jahren tot. Schauen wir mal, ob das Bild des falschen Michael Clark mit einem der bekannten Kriminellen in der Datenbank übereinstimmt. Ich habe es mehrere Male in den letzten Jahren versucht. Es kam aber nie etwas dabei heraus. Vielleicht hat derjenige, der er wirklich ist, endlich einen Fehler gemacht. Also wenn überhaupt, ist das der erste. Nein, das sieht nicht nach ihm aus. Nee? Das könnte er sein. Aber er sieht ganz schön anders aus. Die Nase und alles ist doch komplett anders. Was hatte sich zwischen den beiden Fotos verändert? Also die Nase definitiv. Er scheint auf den ersten Blick anders auszusehen. Aber es ist trotzdem dieselbe Person. Die Haare. Wieso kann ich nicht hochmachen? Hallo? Ich darf nur noch zurückmachen. Wieso darf ich nur noch zurückmachen? Ah, jetzt. Gut. Die Stirn sieht ein bisschen faltiger aus, aber ja klar, die Brille. Genau klar. So. Und der Bart natürlich. Er hat sein Aussehen völlig verändert. Vermutlich hat er seine Nase operieren lassen, aber es ist zweifellos dieselbe Person. Sehen wir mal, warum er verhaftet wurde. Samuel Ratchett. Verhaftet am 23. November 2023 auf dem Flughafen Jerewan in Armenien. Besitz von gestohlenen antiken Artefakten. Die drei mesopotamischen Statuetten wurden beschlagnahmt und unter Sequester gestellt. Der Mann hat eine Kaution bezahlt. Der Prozess ist für den 5. Januar 2024 angesetzt. Der müsste eigentlich im Gefängnis sitzen. Mr. Ratchett. Sie haben nicht nur Statuetten gestohlen. Welche aktuellen Informationen enthält die Datenbank über Sie? Samuel Richards. Es ist so frustrierend. Ich habe einen Namen und kann nichts über ihn finden. Aber ich weiß genau, wen ich anrufen muss. Wir überwachen diesen Anruf. Hallo, Braid. Ist lange her. Oh, Joanna. Wie kann ich dir helfen? Du musst für mich das Dark Web absuchen. Könntest du das vielleicht ein bisschen eingrenzen? Das Dark Web ist ziemlich groß und ziemlich dunkel. Könntest du Informationen über einen Samuel Ratchett besorgen? Samuel Ratchett. Alles klar. Übler Kerl? Übler geht's nicht. Wenn du was findest, schick's mir per Mail. Moment. Okay, nope, okay. Wow, ey, vielleicht habe ich da was. Ich suche noch weiter, aber das sollte dich interessieren. Könnte Zufall sein, wenn ich an sowas glauben würde. Details kommen per Mail. Domo arigato, Mr. Roboto. Wir sind hier, um der Menschheit zu dienen. Wie es das erste Gesetz der Robotik verlangt. So,
Second Class. Da hat sie dann also davon mitbekommen, dass er im Zug ist. Der Orient Express. Ich drucke diese Tickets aus und hänge sie an die Tafel. Aha. Er hat sich den Bart abrasiert. Aber ich erkenne diesen selbstgefälligen Mistkerl überall. Der Mann, den ich vor 4 Jahren verhört habe und der sich als Michael Clark ausgab. Das landet auf der Tafel. Vor 4 Jahren, so. Da ist wieder das Tattoo. Vielleicht mussten sie irgendwem das Lösegeld zeigen, um zu überprüfen, ob die Seriennummern getrackt werden. Ich drucke sie aus und ab auf die Tafel. Rein gar nichts über diesen Cassetti. Sein Führerschein ist höchstwahrscheinlich eine Fälschung. Ich weiß, dass ich mit dem Ausdrucken aufhören muss. Ist schlecht für die Erde. Ja, nee, ist klar. Also, klar ist es irgendwo schlecht für die Erde, aber, ne? Alles elektronisch zu machen ist auch nicht besser. So, wir haben... Wurde vor einer Woche in Armenien festgenommen. Das ist der. Auf Wiedersehen, Michael Clark. Hallo, Samuel Ratchet. Der Mann, der ihre Identität und ihr Leben gestohlen hat. Das ist seine neue Identität, okay. Ratchets echter Name war also Cassetti. So, Fahrtkarte für den Orient Express. Hector McQueens Achso, McQueen. Masterman. Könnte. Nicht. Hector McQueen, das ist halt der andere. Und Ratchet. Ich denke, das ist der. Das ist Ratchets Ticket. So, ist jetzt die Frage, die anderen. Stehen hier nicht drauf. Es sei denn natürlich, drittes Foto des Lösegelds, erstes. War das nicht das Foto, das Lösegeldfoto von ihr? Oder wie wollen die das jetzt haben, dass ich das verbinde? Autopsiebericht Tattoo. Dieses Tattoo ist dasselbe auf beiden Bildern. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ermordeter Entführer von Daisy. Also der hier. Das sollten dann wahrscheinlich die gleichen Scheine sein. Nehme ich an. Ne? Okay, dann nicht. Beweise für die Entführung. Ach so, oder muss man das miteinander? Auch nicht. Kann man denn noch irgendwas kombinieren? Durchsuche die Beweismittelkiste, habe ich gemacht. Verknüpfe die Hinweise an der Wand, habe ich gerade versucht. Finde Informationen über den Orient Express. Ich muss ich muss jetzt zwischendurch nochmal an den PC gehen, oder was? Wenn ich da jetzt irgendwie Kombinationen gemacht habe, ist das richtig? Nö. Ist nicht richtig. Hier haben wir ja schon alles durchsucht. Ja.
Da ist auch nichts mehr. Ich weiß nicht, warum das... Können wir es noch mal rausholen? Ah. Probieren wir jetzt mal einfach alle aus. Ich glaube, die 11 hatte ich schon, aber egal. Ne, 4 habe ich angefangen. Moment, ich gehe jetzt erstmal. Also, Moment, ich gehe mal raus. So. Dann 1, 2, 3. Dann habe ich wenigstens alle angeklickt. 4, 5, 6, 7, 8. Na komm, dreh dich. 9. 10. 11. 12. Mehr als 12 gibt's nicht, oder? Okay, ich habe alles angeklickt, aber nichts davon funktioniert. 35, 69. Oh. Ein Schlüsselmesser. Die werden im Internet für den Selbstschutz verkauft. Okay. Bringt uns das irgendwie... Kleine Klingen. Das wäre den Leuten aber doch aufgefallen, oder? Also ich rede jetzt vom Zug, ob jetzt einer im Zug sowas benutzt hat. Wenn ja, wäre das doch den Leuten aufgefallen, denke ich mir mal. Okay. Bringt mir jetzt nicht wirklich was. Das ist die Kugel, die habe ich ja schon gemacht. Das ist ein anderer Schlüssel, den kann ich nicht anwählen. Also ich habe einen Würfel, wo ich überall drauf drücken kann, was mir aber nichts bringt. Ich habe ein Schlüsselmesser, was mir nicht wirklich was bringt. Und ich habe hier so einen komischen Stierkopf, wo ich auf die Augen drücken kann, was mir aber auch nichts bringt. Super. Ja, das hat man doch gerne. Kann mir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Nee. Hochstapler. Früherer Name war Cassetti. Okay, das bringt mir jetzt natürlich auch nichts, wenn ich das noch... Er hat aber nicht so ein Tattoo, oder? Nö. Hat er so ein Tattoo? Wahrscheinlich nicht. Haftbefehl für Susanne. Hector kann ja auch nicht der Tote sein. Ich wüsste nicht, was ich jetzt hier sonst noch... John Armstrong wird ja, denke ich mir mal, nicht der Tote sein. Also, sonst hätten sie... Die wissen ja, wer der ist. Also... Was komisch ist, dass man die ja einzeln hat. Erstes Lösegeldfoto und so.
Das gehört auch nicht zusammen. Entführung. Und Lösegeld will der auch nicht. Ja, keine Ahnung. Untersuchen, verbinden. Da dieser Teil hier allerdings sehr, sehr lange gedauert hat, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.